Gran Canaria ist sicherlich nicht die schönste Kanareninsel. Mit einer von Industrie verunstalteten Ostküste, heruntergekommenen Städten, in denen sich Ruinen und Baustellen abwechseln, und einer nur schwer auszumachenden Kultur hinter alledem. Dennoch ist das Wetter auch hier für sonnenbedürftige Europäer großartig, besonders für die, die im Mittelmeer keine zu niedrigen Temperaturen riskieren wollen. Und natürlich hat die Insel auch ihre interessanten und schönen Ecken, und die wollen wir euch nun zeigen. Einer unserer liebsten Orte auf der Insel ist zum einen der Leuchtturm Faro de Maspalomas, der auch eines der markantesten Wahrzeichen der Insel darstellt, sowie die anliegende Strandpromenade mit ihren gepflegten und modernen Hotels, Restaurants und Läden und den saftigen Grünstreifen. Kaum irgendwo war es so entspannend, sich zum Essen hinzusetzen und die vorbeiziehenden Leute zu beobachten. Das genaue Gegenteil also vom fürchterlichen und buchstäblich abstoßenden Playa Inglés auf der anderen Seite der Stadt. Der historische Leuchtturm ging übrigens 1890 erstmals in Betrieb und ist annähernd 60 Meter hoch. Eines der Wahrzeichen von Gran Canaria und speziell des Touristenortes Maspalomas sind die Las Dunas, die Riesendünen. Auf 400 Hektar könnt ihr euch mühsam die Sandberge hochkämpfen, um entweder herunterzurutschen oder einfach nur die Aussicht zu genießen. Entlang des Wassers zieht sich ein breiter Sandstreifen und sehr regelmäßig trifft man auf Palmen und andere Oasengewächse. Zugang findet ihr unter anderem an den Eckpunkten unweit des Leuchtturms und an der südöstlichen Stadtspitze, an der sich das Rio Palace Hotel befindet, in dem auch ein Aussichtspunkt zu finden ist. Besonderes Wüstenfeeling kommt auf, wenn man einen Kamelausritt bucht, der von Fachkundigen angeführt wird, die angeblich tatsächlich aus der Sahara stammen. Einer der letzten Orte an der südwestlichen Küste und zugleich Endpunkt der GC1-Autobahn ist die kleine Hafenstadt Mogán. Die wenigen Straßen münden nahezu alle in der hübschen Strand- und Hafenbucht, die unter dem Namen Puerto de Mogán das tatsächliche Highlight des Ortes ist. Während man bei der Einfahrt in die Stadt noch von den für die Insel typisch heruntergekommenen Läden oder gar kompletten Ruinen auf der einen und dem Neubau eines weiteren überflüssigen Einkaufscenters auf der anderen Seite begrüßt wird, ist der Hafen überaus gepflegt. Auf der Suche nach einem der sehr raren Parkplätze in der gut besuchten Stadt landeten wir mehr durch Zufall an der hintersten Spitze und wanderten von dort aus zurück in den Ort, wodurch wir die wunderschönen Straßen dort entdeckten, die von umwerfenden Blumenprachten geziert werden. Auch die klassischen alten Spanienbauten sind aufgrund ihres hervorragenden Zustands und der Sauberkeit einen Blick wert. Wahrscheinlich ist es nicht der erste Gedanke, der bei Gran Canaria aufkommt, aber dennoch ist die Insel historisch durchaus nicht zu verachten. Diverse archäologische Parks zeigen die Geschichte und die Lebensweise der früheren kanarischen Bewohner auf und die Veränderungen nach dem Einfall der Spanier. Vier dieser überall auf der Insel verteilten Parks werden von derselben Behörde betrieben und sind nicht nur für Geschichtsneugierige interessant. Canada de los Gatos beispielsweise bietet auch einen hohen Wanderweg entlang der Klippen von Mogán mit tollem Blick auf den Hafen. Die detaillierten und an allen relevanten Stellen positionierten Tafeln informieren auch in deutscher und englischer Sprache. Nur einen eigenen Parkplatz gibt es hier nicht, wodurch das Abstellen des Mietwagens zur Herausforderung werden könnte. Das Highlight des Quartetts ist aber El Cenobio del Valerón, eine eindrucksvolle Höhlenanlage im Norden der Insel. Die Altkanarier schlugen das System als Kornspeicher in den Fels. Ein absolutes Highlight auf Gran Canaria war ohne Zweifel die Delfin- und Walbeobachtungstour. Gerade im Hafen von Puerto Rico findet man kaum ein Schiff, das nicht mit so einer Tour wirbt. Unsere Wahl fiel auf die Spirit of the Sea, die uns auf einem nicht allzu kleinen Boot für gute 2 Stunden mit aufs Meer nahm. Mit Walen war zu dieser Jahreszeit nicht zu rechnen, aber nach etwas Suchen landeten wir genau in der Mitte einer lebhaften Delfinfamilie, die auf allen Seiten des Schiffs herumtollte und einen herrlichen Anblick bot. Die Crew des Schiffs war auch bestens gelaunt, freundlich und zuvorkommend, half älteren Gästen an die Reling zu kommen und ging sicher, dass jeder an Bord etwas für sein Geld bekam. Besonders sympathisch waren sie uns auch, weil sie mehrfach kleine Umwege eingelegt haben, um Plastikmüll aus dem Wasser zu fischen, den sie von der Brücke aus gesichtet haben. Landschaftlich hebt sich Gran Canaria besonders von anderen Kanareninseln wie Lanzarote zum Beispiel ab, indem es den Besuchern eine immense Masse an eindrucksvollen und gewaltigen Felsklippen und Schluchten bietet. Nahezu die gesamte Fläche der Insel mit Ausnahme der dichter besiedelten Küstenstreifen ist bergiges und teilweise schon tropisch bewachsenes Felsenland, das uns ab und zu glatt ein wenig an Hawaii erinnert hat. Es ist eine schöne Abwechslung, mit dem Auto die schmalen, gewundenen Straßen entlang zu fahren, und für uns war hier auf jeden Fall der Weg das Ziel, denn die überall in den Schluchten verteilten Sehenswürdigkeiten überzeugten leider eher wenig. Der massive Fels am Ende der schönen Guaya-Deckel-Schlucht ist im Grunde genommen nichts weiter als das, dient aber immerhin als Ausgangspunkt für Wanderschaften.
Eine solche kann man auch zu den Turbas de Colores unternehmen, eine Schlucht, die weitestgehend an den berühmten Antelope Canyon in den USA erinnert. Das Problem ist, dass man an den engen Straßen so gut wie nirgendwo parken kann und dass das Tourismusbüro im Zentrum von Gran Canaria absolut versagt. Ausschilderungen sind Mangelware und die Schilder, die angebracht wurden, stehen zum Beispiel direkt neben einer fragwürdigen Einfahrt zu einem Haus, bei dem man nicht weiß, ob es nun irgendein Touristenanlaufpunkt sein soll oder ein privates Wohnhaus. In diesem Fall war es Letzteres, wie die aggressiv bellenden Hunde beim Näherkommen belegten. Wer die Insel also landschaftlich erkunden möchte, sollte am besten aufs Wandern zurückgreifen und idealerweise auf einen ortskundigen Führer, dann wird es sich zweifelsohne lohnen. Für mehr Reisevideos jede Woche, auch im Vlog-Format, schaut gerne in unsere anderen Uploads rein und abonniert den Kanal. Danke! Der Sioux City Park nahe San Agustin ist eine sehr originalgetreue Nachbildung einer amerikanischen Westernstadt, die besonders viel Authentizität und Charme durch das felsige, dünn bewachsene Umland bezieht. Das haben auch diverse Filmemacher erkannt und Sioux City speziell in den 60ern und 70ern als Kulisse genutzt, zum Beispiel der schwarze Cowboy. Das hat sich wohl besonders angeboten, weil viele der Häuser tatsächlich begehbar sind und auch innen sehr originalgetreu gebaut und ausgestattet wurden. Abgesehen von einem kurzen Spaziergang und dem Streicheln der Tiere, lebt der Park von seinen aneinandergereihten Shows, dem durch die Stadt treiben von Vieh, einer Schießerei vor der Bank oder einer Magier- und Musikshow im großartigen Salon. Andere Beschäftigungen vermisst man leider ein wenig und das Pferdereiten kostet zusätzlich 25 Euro. Für Filminteressierte ist vielleicht auch der Norden der Insel interessant. Auf der Puente de Silverbrücke wurden die bescheuerten Panzerszenen aus Fast and Furious 6 gedreht. Gran Canaria wird wohl in erster Linie aufgrund des Wetters und der ganzjährig angenehmen Temperaturen als Urlaubsziel ausgewählt und um diese Aspekte angemessen genießen zu können, sollte man sich für die Hotelsuche ein wenig Zeit nehmen. Gerade wenn man die diversen Strandpromenaden der Insel entlang schlendert, sieht man unfassbar viele Unterkünfte, die man einfach nur als Elend bezeichnen kann. Zusammengefärchte hohe Plattenbauten, in denen man beiden Nachbarn auf die Balkone und allen unten am Waschbecken großen Pool liegenden auf den Bauch schauen kann, während man von den unzähligen vorbeiziehenden Touris auf der Promenade bemitleidet wird. Da wir zwar das Meer lieben, auf den Sand und den starken Wind aber getrost verzichten können, haben wir in Maspalomas ein Stück weiter landeinwärts gesucht und das Erwachsenenhotel Club Maspalomas gefunden. Und ganz ohne gesponsert zu werden, können wir sagen, dass es ein ideales Hotel für Ruhe und Erholung ist. Man wird freundlich mit Sekt begrüßt und anschließend in kleinen, sauberen Bungalows mit mehreren Zimmern untergebracht. Der große Pool ist umrandet von ausreichend Liegen und es gibt keine hohen Gebäude, die Schatten werfen. Das Frühstück ist überraschend vielseitig. Auch wenn Spanier nach wie vor keine einzige Teigware vernünftig hinbekommen, seien es Brötchen, Donuts oder Pancakes. Abends gibt es auch ein lokales Unterhaltungsprogramm oder man schließt alternativ die Switch am Fernseher im Zimmer an. Die meisten Vormittage haben wir in der ruhigen Anlage verbracht und sind dann erst gegen Mittag mit dem ersten aufziehenden Wolken losgezogen, um die Insel zu erkunden. Wir sind schon lange nicht mehr so erholt aus einem Urlaub zurückgekehrt.